Wir gehen auf ein bisschen was Date-mäßiges heute. Es geht um Date. Ihr könnt jetzt heute was lernen, meine jungen Zuschauer hier. Heute könnt ihr was lernen. Meine Freunde, wir reagieren auf das neue Video. Wie spricht man Frauen an? Frauen klären Straßenumfrage in Berlin. Tom Supreme. Leute, ich bin sehr gespannt. Wir starten rein. Heute lernen wir, wie wir Frauen ansprechen können. Vielleicht können wir noch was lernen in dem Video. Abfahrt. Weihnachtsbäckerei. Mag meinen Namen. Du werdest in die ganzen Nacht rein. Wirst du mir scannen. Ah, coole Jacke hat die. Heiraten. An. Ich kann dich heilen, so, weil ich Sanitäter bin. Wer nicht auf deinen Po guckt, der schwul. Yo, was geht ab, Leute? Okay, ich bin mal gespannt auf die Anmachsprüche heute. Halt die Presse. Es ist so geil, das Video. Und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video, Freunde. Ihr seht Alexander, wir sind zurück in Berlin, in meiner Heimatstadt. Für mich ist es sogar geborgen, es ist einfach schön, Freunde. Deswegen haben wir auch eine ganz besondere Dame am Start, die schon ein bisschen polarisiert hat, die auch schon ein bisschen gezeigt hat, was sie so an den Hüften hat. Deswegen, Freunde, haben wir die nochmal eingeladen und es ist die einzig wahre. Ja! Yeah! Was geht ab? Yeah. Wer bist du? Wer ist die Alexis. Was machen wir heute? Wir sind hier am Alexanderplatz. Wir suchen einen Mann für die liebe Alexis, Freunde. Perfekt, du machst das schon. Wir werden gucken, ob die Leute sich verzaubern lassen von der lieben Alexis und wie sie klar machen werden. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir starten direkt rein. Ein bisschen Kackwetter, ein bisschen... Ich bin mal gespannt, wer das schafft jetzt hier. Kackleute, alles am Start, deswegen würde ich sagen, trotzdem, let's go. Starten wir mit dem Numero... Arms bei Deutschland Nummer 1. Ich bin hier in Brandenburger Tor und dieser Polizei da... Geil. Hat hier eine Bombe gefunden. Hast du diese Bombe gesehen? Es will bald explodieren. Oder ich sag euch ehrlich, wenn ihr nicht kennt, ihr müsst auf jeden Fall abchecken, auf spontan ihr gerade getroffen. TikTok-Star. Ich bin Deutschland Nummer 1 hier in Berlin. Okay. Digga, du hast ein bisschen mitbekommen, ne? Wir haben heute eine schöne Dame am Start. Okay. Und wir wollen rausfinden, wie du ein bisschen sexy anmachst. Boah, dann los geht's. Wie heißt du? Ich heiße Alexis. Und du? Ich heiße Arms Boy. Arms Boy? Boy. Boy. Ja. Okay, bist du Deutscherin? Sprachen lernen. Explodieren? Nee, ich bin Russin. Russin? Ja. Boah, hast du Russisch Pass? Russisch Pass? Ja. Nee, ich habe jetzt schon deutschen Pass. Deutscher Pass? Leute, das passt wirklich. Ich suche deutscher Pass für 4 Jahre. Ich verstehe, aber... Vielleicht kannst du mit mir. Was willst du mir damit... Aber mit dir, ich kann keine Kinder machen. Ich brauche keinen Mann, ich brauche Frau. Bist du vergeben oder bist du Single? Nee, ich bin noch Single, ja. Noch. Boah, Alhamdulillah. Ja, so machst du Frauen klar mit Interview, oder wie? Kann sein, alles kann möglich sein. Du fängst doch mal an. Diesmal, Bruder, probierst du es mal ein bisschen anders. Erstmal ein bisschen Komplimente. Ja. Danach singst du einfach ein bisschen ein deutsches Lied. Okay, okay. Boah, aber du siehst heute sehr, sehr, sehr hübsch aus. Ach, danke schön. Blonde Haare, dicke Lippen. Kann ich für dich ein Lied singen? Gerne. Okay. Okay. In der Weihnachtsbäckerei, es gibt manchmal Leckerei. Ich habe noch nie so eine Kühlschveranstaltung gesehen. Die ganze Zeit nur hinten. Ich denke mir, was ist mit meiner Birne los, weil es so peinlich ist. Kannst du auch tanzen? Ich kann tanzen, aber zum Beispiel verrückter Tanzen so. Im Club, man kommt hinter dem Frau und tanzt so. Okay. Und dann? Und dann tanzt so, weint die Frau bis unten, bis auf dem Boden. Hat er gut gemacht, oder? Ja. Sehr sympathisch, sehr süß. Ja. Alles klar. Baba. Zum Schluss ein Heiratsantrag. Also, ich wollte das wirklich etwas richtiger sagen. Bro, was gucken wir uns hier gerade an? Was passiert hier? Und das ist, Armin, ist aber jetzt iPhone 13 Pro. Wie heißt die Blonde? Frag für ein Schulprojekt. Ja, Bro, die macht auch Onlyfans. Ich habe mal ein anderes Video von Tom Supreme geschaut. Die macht auch Onlyfans. Max, und ist aber richtiger guter für dich. Wirst du mich gerne heiraten? Armin, die wäre auch richtig was für dich, ne? Ich kenne ja deinen Frauengeschmack, Armin. Die wäre richtig was für dich. Ich schwör's euch, Leute. Armin. Willst du mich gerne heiraten? Willst du ein Visum haben? Willst du ein Visum? Ein Zukunft. Ja, bitte. Du, du hast hier noch mal ein paar süße Sprüche rausgesucht. Ich hab dir ein bisschen geholfen, ne? Ja. Trag die einfach mal vor. Glaub mir, Digga, dann hast du die in der Tasche. Mag meinen Namen, du werdest in die ganzen Nacht sein. Nochmal, bitte. Tom ist auch hinten voll am Sterben, ey. Ja. Mag, ja. Mein Name, du wirst in
die ganze Nacht schreien. Weißt du, was heißt schreien? Ich werde die ganze Nacht deinen Namen schreien. Ja. Okay, nein, gefällt mir nicht. Okay, weiter. Aber mein Imagine, du willst eine Frau klären und gehst einfach zu ihr und sagst so, du wirst die ganze Nacht meinen Namen schreien. In welchem Universum sagt die Frau so, ja, zeig's mir. Das wird niemals passieren. Name ist süß. Arms boy, arms boy. Du bist der süßeste Planet der Welt. Lass mich das Frühling sein. Das ist schon besser. Da steht einfach, du bist die süßeste Praline der Welt. Lass mich deine Füllung sein. Du bist der, was hat er gesagt? Der schönste Planet? Planet? Das hast du noch nie erlebt, Digga. Alle diese... Ey, ich feier ihn. Wie heißt der? Ich will ihm auf TikTok folgen. Er ist übelst cool, Mann. Cool? Ist nicht cool. Ist er auch verlinkt? Ist ohne... Nee, er ist leider nicht verlinkt. Aber er ist cool. Wir suchen ja schon ein bisschen so einen Typ für dich. Groß, braun gebrannt. Ja, nicht braun gebrannt, aber schon groß. Soll stark aussehen. Armsboy heißt der. Ja, ich werde ihm reinfolgen. Ich finde den Typen voll lustig. Soll älter aussehen und so männlich. Also soll jetzt nicht aussehen wie so ein 18-jähriger Teenager. Soll so nicht so wie ich. Wir haben gerade gehört, worauf Alexis steht. Und hier haben wir ihn. Hallo? Where you burning? Yo. Where you feeling? Hm? Wer bist du, Bruder? Nadim. Wer kommst du her? Libanon. Hat der lackierte Nägel? Wie lange bist du hier schon? Seit Geburt. Ach so, ja, dann bist du ja deutsch quasi. Ja. Also wenn er sie jetzt klärt, ich glaube, dann ist Armin gebrochen hier im Chat. Haben hier die alles bezaubernde Alexis und ich würde dir einfach... Stehst du auf Frauen? Ja. Und ich würde gerne herausfinden... Ich feiere krass ihre Jacke. Ich glaube, ich kaufe die meiner Freundin auch. Ich find die richtig nice, die Jacke. Voll cool. Ich feiere so... Also Prada ist eh aktuell übelst meine Lieblingsmarke. Diese richtig coole, so eine Puffer-Jacket. Sehr wie geil. Du eine Frau klärst. Ist cool. Ja, ich würde sagen, krieg ich deine Nummer halt. Erstmal, wie wär's mit Hallo? Hallo, wie geht's dir? Sehr gut, und wie geht's dir? Auch gut. Armin, dass du nur auf die Jacke geachtet hast, das ist mir schon wieder klar. Ey, also Live-Chat, nur weil ihr so denkt, ich hab nicht so gedacht. Ich dachte mir wirklich, die Jacke ist cool. Woher kommst du? Ich komme aus Berlin. Ich auch. Du auch? Cool. Als was arbeitest du? Ich bin auf... Die machen alle so Verhör, ne? Die sagen, die kriegen gesagt, ey, du kannst dir sie jetzt klären und die alle machen Interview. Instagram. Ich bin Sanitäter. Mach meine Ausbildung gerade da rein. Aber gut, ist auch schwierig. Ich meine, wenn euch jetzt so eine Kamera und ein Mikrofon in die Hand gedrückt wird, was würdet ihr machen? Ich überlege gerade so. Wenn ich jetzt bei sowas als Beispiel mitmachen würde und man, es wird heißen, ich soll mir die vor mir klären, so mäßig. Ich überlege gerade, was kann man da machen? Weil die machen alle so nur so Interview, das ist scheiße. Ich glaube, ich würde zu ihr sagen, so hier, guck mal, ich finde, das kommt auch immer voll gut. Also kann ich euch so als Tipp geben, so unter Typen, ich finde, also, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe, es kommt gut. Wenn man einfach ehrlich sagt, so ey, du bist mir aufgefallen, ich finde dich sehr attraktiv, darf ich dich zum Essen einladen? So ganz klar, einfach Klassiker, einfach besser als diese langen Rumfragen. Frauen finden das eh gut, wenn man direkt ist, als kleiner Tipp für alle Jungs, immer direkt drauf. Ich würde sagen, so ey, hier, guck mal, du bist mir aufgefallen, ich finde dich sehr attraktiv, siehst gut aus, dies, das, anders, komm, lass zusammen was essen gehen. So einen auf den, ich lade dich zum Essen ein. Fertig. Sehr cool. In welchem Ausbildungsjahr bist du? Und wenn sie Bock auf euch hat, dann wird sie die Einladung ja sowieso annehmen. Wenn sie keinen Bock auf euch hat, dann wisst ihr da schon, dass vorbei ist. Was du denn? Zweite. Ich muss sagen, wenn dein Herz verletzt ist, kann ich dich heilen. Ich kann dich heilen, so, weil ich Sanitäter bin, so. Okay, du bist Sanitäter und du möchtest mich heilen? Ja. Womit denn? Was, weswegen? Mit deiner Zauberflöte. Nee, mit meinem Defibrillator. Ich bin so eher so irgendwie WhatsApp. Mit meinem Defibrillator? Mensch, ich klär sie über WhatsApp so. Oh, ich bin Bro. So der schüchterne Typ. Ich trau mich nicht mal eine Frau anzusprechen auf der Straße. Bro, geh doch drauf, Digga. Einfach drauf. Ist das Enrico? Der sieht echt ein bisschen aus wie Enrico Armin, ne? Soll ich dich ansprechen? Geh einfach drauf. Hast du schon mal Jungs angesprochen? Nein. Hat sie nicht? Nein. Ich hätte ihr jetzt aber auch zugetraut, dass sie auch... Ich glaube, sie ist aber... sie macht so einen toughen Eindruck. Ich glaube, sie ist auch eine, wenn sie jemanden sehen würde, der ihr gefällt, würde sie, glaube ich, ihn auch ansprechen. Ich finde, sie macht so einen sehr toughen Eindruck. Eigentlich nicht. Dann sehe ich da nicht so eine große Erfolgschance. Zeig mal kurz deine Nails. Yeah. Tschüss. Das würde ich gar nicht gucken. Boah, meine sind so schlecht. Meine sind vielleicht so rot. Könnt ihr mal ein bisschen zusammen rausgehen. Meine letzte Farbe war auch rot. Ja. Ich wollte mir lila machen, aber war ausverkauft bei diesem Nagelstudio. Gib mir doch jetzt einfach mal einen Kuss. Nee, nicht, dass meine Freundin hier rumläuft irgendwo. Nee, er hat jetzt eine Freundin. Ich würde sagen, kannst machen, aber Hauptsache, sag mir Bescheid so. Wir sind offen Beziehungen halt. Wäre das für dich okay, sowas?
Nee. Nächster Kandidat, der super heiß ist. Digga, ey. Tom, was suchst du da auch für Leute raus? Was soll ich sagen? Der Name. Achso, mein Name ist Gerd. Gerd Müller. Der Gerd. Nein, Zuname unwichtig. Was machen Sie beruflich? Ich bin Manager. Oh, cool. Oh, Manager. Ja, ich... Manager. Da hat die Alexis vielleicht doch Interesse an einem Manager. Ich versuche es. Sie müssen versuchen, diese Dame anzusprechen. In welchen Jahren waren Sie aktiv? Bis heute. Oh. Ja, sie hat doch vorhin gesagt, sie wollte jemanden, der so älter ist, reifer und so. Der Gerd, der macht's jetzt. Ich sag euch, der Gerd macht's Rente. Kannst du Fotos sehen, Marvin? Meine neuesten. Was hast du denn da für Fotos? Zeig mir. Oh, nee, lass ihn nein, erst. Okay, lass. Nein. Was waren da gerade für Fotos? Nein. Einfach so Penis, Digga. Wichtig fürs Selbstbewusstsein, Digga. Wichtig fürs Selbstbewusstsein. Hat er einfach, so Schworns Fotos von sich auf seinem Handy? Einfach mal die Dame anzusprechen, wie damals in den wilden Zeiten, in den 90ern, ne? Wo man ein bisschen drauf und drüber war, ne? Okay. Rein da. Los geht's. Ja, Entschuldigung, du hast was verloren. Schau mal da unten. Guck mal. Ja, was denn? Ne, guck mal, da liegt doch was. Deine Zigarette. Sag nicht, du rauchst nicht. Nee, ich rauch nicht. Habe ich ja wieder falsch angebaggert. Aber du hast so schöne blaue Augen. Frage, hast du Lust mit mir auf einen Espresso? Nicht unbedingt einen Espresso, aber auf einen normalen Kaffee wäre ich dabei. Ja, geht auch. Na wunderbar. Ab da vorne. Da vorne ist ein Kaffee. Schau mal, da können wir doch hingehen. Ja, das ist doch ganz schön. Können wir gerne machen. Aber... Schaut mal, Leute, hätte er es diesen Cringe-Anfang mit der Zigarette weggelassen, es ist das, was ich auch gesagt habe, so ey, hier einfach was essen gehen, Kaffee trinken, so, da machst du nichts falsch mit. Der Teil war ja voll gut von ihm. Ich verstehe nicht, was dieser Ding meinte mit dem Zigarette auf dem Boden so. Welcher Mensch nimmt eine Zigarette vom Boden in den Mund, so, habe ich nicht verstanden, aber das Ende von dem Ding war nicht schlecht. Du musst jetzt mal kurz hier zwischenfunken. Ist es hier gerade Freundlichkeit oder meinst du das ernst? Ich weiß es nicht. Und ich habe beobachtet, wie andere Männer auf dein Po gucken. Ja, also das ist, habe ich einfach einen Blick. Amir, der hat dich gesehen. Wie kein Zweiter, weil ich das auch mache. Wer nicht auf deinen Po guckt, der schwul. Also ist einfach. Ja, na klar, Gerd. Das sind die Weisheiten. Aber ich mach das auch, wenn ich eine Partnerin dabei habe. Aber das sie ist natürlich sehr ehrenvoll. Sag mal, Gerd. Meine Mädels glauben mir das nicht, weißt du? Gerd. Hat er gerade gefragt, ob er ein Foto von ihrem Po machen darf? Bruder, nebenbei, Gerd hat gerade die Dame geklärt. Jungs, eure Chancen stehen schlecht. Haben wir nochmal ein Selfie, ne, Gerd? Ach so. Von ihr. Jungs, wo guckt ihr jetzt schon wieder hin? Jungs, wo guckt ihr jetzt gerade schon wieder hin? Jungs, hört doch mal auf damit. Amir, hör doch jetzt mal. Amir. Gerd, guten Flug. Amir, hör auf. Danke, macht's gut. Ciao. Tschüss. Hallo, hübsche Dame. Oh, hi. wie alt bist du denn? Ach so, ja. Schön. Rein in die Masse. Ich bin 17. Alter. Du bist 17? Ja. Crazy. Bin ich ja voll alt. Hey, krass, der sieht übertrieben alt aus für 17. Im Gegensatz zu dir. Alter spielt keine Rolle. Also wenn du willst, wir können einen Kaffee trinken. Er macht es gut. Ja, mir ist so kalt. Ja, fertig. Ja, super. Tipp sie auch an. Er ist zwar 17, aber er hat bis jetzt den meisten Plan von allen gehabt. Hallo? die dreht sich nicht um. Wartet auf zu lachen. Hallo? Ja. Oha, Alter, übertreibt komplett. Kommst du aus Polen? Warum? Weil du mir mein Herz geklaut hast. Da war das süß, oder? Oh, Dicker. Ja. Warte, ich hab noch. Bist du gläubig? Ja, ich glaube an Gott. Gott hat dir alles gegeben, außer meine Nummer. Ah, ja. Ja. Was sagst du dazu? Er hat sich gerade richtig für den Spruch gefeiert. Bin sprachlos. Okay. Feierst du sowas gar nicht? Nee, gar nicht. Eigentlich einfach. Anmachsprüche sind richtig. Also Anmachsprüche sind nix, Leute. Vertraut mir. Ehrlich, sympathisch, so. Hey, was geht? Hab ich von Weitem schon gesehen, ist mir aufgefallen. Ihr seid zu uns gekommen.
Aber guck mal, was sie sagt. Das ist doch genau das, was ich auch gesagt habe. Leute, einfach bei Frauensachen nicht verzagen, iCrimex fragen. Hat sie selbst gesagt. Ist mir aufgefallen, finde ich hübsch. Lass was essen, trinken, fertig. Der Fitch-Rating in der Erde gekränkt, oder? Willst du noch ein bisschen was sagen? In die Kamera. Hi. Wer bist du? Kemal. Findest du die nicht ein bisschen hübsch? Also hübsch du schon, muss man ehrlich sagen, ja. Mach einfach mal richtig den Charmeur, okay? Brauchen mal einen, der mal ein bisschen sensibel ist, der ein bisschen auch das Herz auf die Hand trägt. Und, oder? Wie ist die Situation? Ich muss mich da reinfinden. Du kannst die Situation ausdenken, wie du willst. Ausdenken, okay. Gute Frage. Schwierig, ja. Mein Spruch, bist du ein Fortnite-Skin? Denn ich finde dich geil. Digga, sexy Banane hier im Live-Chat. Wenn du damit keine Frau klärst, dann weiß ich auch nicht, Digga. Der Spruch zieht zu 100%, Bro. Ja. Das ist so scheiße. Hat mich gefreut. Ja. Hat's leider auch nicht drauf, der Bruder. Hat's leider auch nicht drauf. Ja, ich bin William, 17 junge Jahre alt und komme leider nicht aus Berlin, ja. Ich bin Olli, ich bin 18 Jahre alt. Ich hab schon gehört, du bist ein bisschen als Tänzer unterwegs, ne? Auf jeden Fall. Hallo, ich bin Olli. Hi, ich bin die Alexis. Sehr schön, wie geht's dir so? Ganz gut. Toll. Soll ich dir mal was zeigen? Wollen wir noch ein bisschen hier rüber gehen? Hallo. Was geht? Oh, Baba Schnauzer. Du nutzt doch dieses Baba-Bartwuchsmittel wie ich. Ja, normal. Oder ich sag euch, hat bei mir nicht funktioniert nebenbei. Wie sieht's aus, wer bist du? Adrian. Weißt du, worum es heute geht? Nein. Um sexy Frauen. Okay. Hast du schon ein bisschen Erfahrung mit Frauen? Was heißt Erfahrung? Freundin hatte ich schon mal, aber so Erfahrung nicht viel. Ja, wie geht's dir? Gut, gut. Und dir? Auch gut. Was sind deine Hobbys so? Ich mach gern Sport und gehe gern Gassi mit meinem Hund. Was machst du für Sport? Kampfsport. Okay. Gut. Das war's schon wieder, Bro. Machst du Sport? Ja, nein, nein, nein. Mach dir mal ein Kompliment, Bruder. Ja, du bist echt schön. Oh, danke schön. Schöne Figur hast du. Oh, danke schön. Danke. Gib's ihm doch mal zurück. Ja, sieht auch richtig sympathisch aus. Ich mag deine Mütze. Dankeschön. Hugo. Wie wären es, Jungs, wenn eure Freundin nackte Bilder im Netz hochlädt? Direkt weg. No-go einfach. Sie zeigt sich nackt so, bei anderen Männern, sie ist doch meine Freundin, warum zeigt sie sich? Bei ihr ist es jetzt so, sie hat einen OnlyFans-Account zum Beispiel. Amir, jetzt hör gut hin. Findet ihr mit sehr, sehr viel Geld. Spielt es eine Rolle bei euch, Geld? Also wäre es meine Freundin, ich würde es nicht erlauben. Ja, auch wenn sie damit Geld verdient. Nee, also ich sag mal so, ich sag euch ganz ehrlich, wenn meine Freundin mit OnlyFans gutes Geld verdienen würde, würde ich es ihr nicht verbieten. Oder was heißt nicht verbieten? Man kann es ja sowieso nicht verbieten. Entweder man kommt damit klar oder man kommt halt nicht damit klar. Da muss man halt weggehen so. Aber ich, wenn es halt ihr Hobby, ihr Job, oder was heißt Hobby, wenn es ihr Job wäre, wenn sie damit ihr Brot verdient, ich könnte damit leben. Es ist natürlich nicht nice und natürlich ist es schöner, wenn man der Einzige ist, der seine Frau, Freundin in Unterwäsche sieht, whatever. Aber ich sag mal, im optimalsten Fall macht sie OnlyFans sogar noch so, dass man das Gesicht nicht mal sieht. So, weißt du, so nur Körper, dann weiß ja sogar niemand, dass sie das ist. Und wenn die dadurch voll viel Geld im Monat macht, dann Alter, ist mir doch egal. Weißt du, wenn jeder wüsste, dass sie es ist, dann irgendwie schon nicht mehr so nice, aber man muss ja damit klarkommen, ne? Also, würde meine Freundin jetzt damit anfangen, würde ich sagen, so nein. So, also, würde ich nicht feiern, würde ich sagen, so nee, mach nicht, so, weißt du? Aber würde ich sie so kennenlernen und sie macht schon OnlyFans, dann wüsste ich das ja schon, dann musst du ja damit leben, so, dann ist das halt so. So ist einfach das Ding, ne? Und ich sag mal, am Ende des Tages, wenn ihr damit stabil Geld macht und halt für ein paar, ich meine, sie ist ja in dem Sinne keine Prostituierte, die mit anderen Männern schläft oder so. So, sie zeigt halt einfach nur erotische Bilder im Internet, ne? Also das, ich finde, da kann man schon mit leben, so, ne? Ist natürlich ist es schöner, wenn es nicht so ist, aber man kann damit leben. Also ist meine Meinung. Der Körper ist was Schönes, warum soll man ihn dann verkaufen? Für Geld? Auch wenn der Freund damit cool ist, so, warum nicht, oder? Ist für jedem seine eigene Sache, so. Ist ja kein Zwang, so, weißt du? Ich würde sie nicht erlauben, weil ich will den Körper für mich selber haben, weißt du? Alleine, so. Sie soll es nicht irgendwelchen anderen Männern zeigen. Das war's mit... Ja, Leute, was soll ich sagen? Auf jeden Fall, die meisten haben ein bisschen reingechoked. Ich würde sagen, noch der 17-Jährige war eigentlich noch am besten. Hat das gut gemacht. Checkt gern Tom Supreme aus. Sehr geiles Video, war lustig. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter, Leute.